Ja, hallo, hier ist wieder euer Luis mit dem Spanischkurs Nummer 3. Nun, wenn man dann im Hotel jetzt dann halt mal angekommen ist, dann packt man ja natürlich erstmal aus, man macht sich noch ein bisschen gemütlich und dann geht's irgendwann raus ins Freie. Ausgehungert, wie man ist, vom schlechten Essen des Flugzeugs, wenn es überhaupt irgendwas gibt, geht man natürlich erstmal ins Restaurant oder in ein Café. Und da bestellt man sicherlich erstmal was zu trinken. Dann kommt der Kellner und sagt zum Beispiel: Buenas tardes, ¿qué desea usted? Guten Tag, was wünschen Sie bitte? Man antwortet ganz normal: Por favor, tráigame la carta. Bitte bringen Sie mir die Karte. Wenn man dann natürlich erstmal was ausgesucht hat, heißt es zum Beispiel: Por favor, tráigame una cerveza. Bitte bringen Sie mir ein Bier. Oder un agua con gas. Oder un agua sin gas. Con gas heißt Sprudelwasser. Sin gas heißt Naturwasser ohne Kohlensäure. Oder eben, was man gerne möchte, wie zum Beispiel una Coca-Cola oder un tinto de verano, was sehr üblich ist in Spanien. Das ist im Grunde genommen so viel wie ein süßes rotes Schorle, also Wein, Rotwein mit süßem Sprudel und dann noch eine Zitrone und Eis. Übrigens, als kleiner Tipp, sehr erfrischend. Ja, und dann geht es weiter zum Beispiel zum Essen. Bueno, yo quiero comer una fritura, zum Beispiel. Ja, das heißt so viel wie: Nun, ich möchte gerne eine Fischplatte essen. Bueno, yo quiero comer una fritura. Oder noch etwas höflicher gesagt: Yo deseo que me traiga una fritura. Ich hätte gerne, dass Sie mir gerne eine Fischplatte bringen. Deseo que me traiga usted una fritura. Ihr merkt, man kann natürlich verschiedene Formen sagen zu einem Kellner. Höflich, noch höflicher, am höflichsten. Am höflichsten ist natürlich: Por favor, deseo que me traiga una fritura. Oder eben, was auf der Karte steht, in allen Variationen, ob das Sardinas sind, Sardinen, oder un filete con patata, ein Schnitzel mit Pommes frites, eben, was man gerne mag. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lernen, euer Luis.